Oh, dass es keine Jahreszeiten hier im Sumpf gibt, das ist echt episch. Das hat bestimmt was mit Ganduas Zauber zu tun. Experiment, was der da gemacht hat mit diesem Ferrita-Zeugs. Das kann ja nur mit dem Ferrita zusammenhängen. Was ist alles hier so Mumien geworden sind oder Untote? Genexperimente oder sowas. So. Also der linke da von den zwei, der müsste jetzt auf jeden Fall sterben. Der hier. Lol, der hätte eben schon längst tot sein müssen. Meine Fresse. Jetzt aber. Bams. Ich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil ich habe eben Arcania aufgenommen. Gothic 4. Und jetzt muss ich hier wieder gucken, wie ich hier mich wieder in die Steuerung reingewöhne. Aber Gothic ein bisschen anders ist mit der Tastaturbelegung. Was Waffe ziehen angeht und so. So, jetzt müssen wir uns natürlich auf der Karte gleich mal die Markierung angucken, wo dieses Dingens da ist, was der Schmied eben markiert hat. Südöstlichen Teil von den Sümpfen stand es an. So, sind sie noch mehr. Die lassen wir erstmal kurz in Ruhe. Gehen wir kurz auf die Map. Ah, da unten ist es schon. Crow's Puddle. Okay, dann habe ich schon eine Idee, wie wir da hinlaufen. Und zwar einfach querfeldein. Erstmal am Dorf vorbei. An den Sümpfen. Und dann laufen wir einfach in Richtung des Fähnchens, was wir uns gerade gesetzt haben. Oh, eine Schildkröte, wie süß. Laufen wir einfach in Richtung der Markierung, die wir uns gerade gesetzt haben. Und werden versuchen, Crow's Puddle zu finden. Wie auch immer man das ausspricht. Na komm, du wirst es ja wohl schaffen, über den kleinen Zaun drüber zu hüpfen. Jetzt mach aber mal einen Punkt hier, Digga. Ein Wolfsfeed. Was für ein Tier? Mutierter Hund oder was? Lol, wie viel Damage kann der fressen, alter Schwede. Also die Tiere sind echt nicht von dem Planeten, ey. Ein Zombie-Wolf oder was? Oder ein Zombie-Hund, eher gesagt. Roffel. Ah. Das ist erstmal festgebockt. Wir stehen da in der Hütte drin. Ich hab da eben Multifall ausgewählt. Wieso ist denn der schon wieder nicht aufgeladen? Ich befürchte schon, dass wir das Spiel durch haben, bevor ich den letzten Skill vom Bogenschießen ausgebildet habe. Natürlich sehr ärgerlich. Aber was will man machen? Ich kann es ja nicht ändern. Ich gucke immer bei jedem Händler, ob der dieses Skillbuch hat, dann ist anspannen. Irgendwie habe ich es bisher noch nie gefunden, kaufen können. Vielleicht muss man es auch durch eine Quest finden. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal schon, dass man das bei ganz normalen Händlern auch kaufen kann. Puddles Crow. Was hat denn er hier? Blutader eines Wolfind. Stärke plus 30. Mal Stärketranke mit herstellen. Stärketranke, ja. Stärketränke. Ah, Zombies. Oh, hier ist irgendeine Mana-Quelle oder sowas, kann das sein? Wobei mein Tempel. Mal schnell drüber laufen. So viel zum Thema Mana-Quelle. Schnell weg hier. Ich mag jetzt nicht die ganzen Zombies bekämpfen. Ich will zu Puddles Crow. Finde die versenkte Turmspitze. Ja. Hier ist die versenkte Turmspitze. Neuen Ort gefunden. Suchen wir erstmal wieder zurück. Oh mein Gott. Hier ist ja wirklich alles übersät mit den Zombies. Denn wir sowieso nichts anhaben können, weil sie einfach zu starke Skills sind. So eine große Lebensenergie haben. Da bringt eigentlich nur eins, wir müssen unseren Bogen mal ein bisschen verzaubern. Und Kristall mal auf unseren Bogen schmeißen. Damit wir mehr Damage anrichten, weil so können wir gar nichts machen gegen die Zombies. Muss ich 2 Minuten auf einen Zombie draufschießen, das geht ja gar nicht. Da oben ist es wieder das Dorf. Na, vielleicht machen wir den Zombie down, der hier in der Nähe vom Dorf steht. Wahrscheinlich mehrere zu sein, ist ja echt alles geflutet. Alter Schwede. Creeper, Creeper! Ich sage immer Zombies, eigentlich heißen die Creepers. Aber bleibt sich, denke ich mal, ziemlich egal. Untot bleibt untot. Egal wie er heißt.
sind trotzdem alle untot. Aber vielleicht müssen wir die auch gar nicht töten und können die mit diesem Schutzzauber da töten. Dann müssen wir die vielleicht gar nicht töten. Wir gehen einfach zu dem Priester zurück und sagen ihm, dass wir diese Turmspitze gefunden haben. Vielleicht hilft es ja dann schon was. Wo ist denn der Typ mit dem Bollerwagen hin? Da hinten ist unser Spawnpunkt, wo wir hergekommen sind. Wo ist denn der Typ mit diesem Dingens hier? Den kennen wir auch noch nicht, den Festel. Mir machst du nichts. Hör zu, ich... Nein. Aber ich will euch doch... Okay, die haben alle keine Questdialoge. Die meisten zumindest nicht. So, wo ist denn jetzt der Aiden? Hier vorne stand der doch noch nicht. Der ist aber weg. Und dann gehen wir mal zum Tempel. Ob sich dann die Quest aktualisiert. Wir haben diese Turmspitze ja jetzt gefunden. Nein. Hast du das Amulett? Noch nicht. Bitte bring es mir rasch. Okay. Dann müssen wir wohl Aiden finden. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Aiden jetzt hingelaufen ist. Also eben stand er vorne an diesem Bollerwagen und hat hier dann gearbeitet. Hier. An der Stelle war der. Irgendwie ist der weg. Neuen Ort gefunden. Kneipe. Löffel. Was geht denn hier? Wir haben gesoffen oder was? Da ist ein Händler. Was haben wir hier noch? Reusch. Ruhig. Ist vielleicht nützlich. So. Guck mal, was der noch für einen Dialog startet. Mehr über die Gegend hier erfahren. Fürs Reden ist der Priester zuständig. Beim Priester war ich schon. Du dich verpissen sollst? Für dich. Wow, Sergeant. Von welcher Truppe denn? Bestimmt. Von der Truppe, die du hier auf meinem Tisch angetreten siehst. Gott. Zufrieden? Und jetzt lass mich in Ruhe. Ah, darauf kannst du... Bei Typen wie dir frage ich mich, warum ich mir die Mühe auf die Glocke und so ein Gutes. Ist doch voll besoben. Mittlerer Heiltrank, Schinken, noch mittlerer Heiltrank. Fergus, mal gucken, ob der irgendwas weiß. Hey, was führt dich hierher an diesem wunderschönen... Ich will dich kaputt machen, Digga. Ich... hab was zu erledigen. Gute okay, Leute. Die sind alle... Ich mag mir das nicht an, weil die sind alle ein bisschen... Oh, sorry. Die sind alle ein bisschen kaputt, ey. Ich mag nicht mit den Labern. Gucken, was der Händler noch Schönes hat. Der hat doch so ein Amulett. Oh, nicht das Amulett, was ich suche. Wappenrock. Na, können wir gucken, ob der einen besseren Bogen hat oder einen besseren, wie heißt es doch? Skillbuch der Brandpfeiler. Schade, der hat auch nicht das Skillbuch. Weißt du, ob der einen besseren Köcher hat, meinte ich eigentlich. Oh, ich habe kein Gold mehr, sehe ich gerade. Wir brauchen einen besseren Köcher. Sag mal, was habe ich eigentlich hier für Sachen, die ich eh nicht benutze? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Die Amulette zum Beispiel, die Ringe. Die werde ich in 100 Jahren noch nicht in dem Spiel gebrauchen. Köcher macht 12 Schaden, willst du mich veräppeln? So, mein Bogen macht 162 Schaden, dann muss ich mal gucken, ob ich einen besseren jetzt finde. Wertekristall. Keine Ahnung, was der Kristall macht. Mal gucken. 180, der macht 204, kostet 4000. Akazinenbogen. Ja, den würde ich gerne kaufen wollen. Da können wir den ja verschöbeln. So, Köcher, was hast du für einen Köcher zu bieten? Mein pinker Köcher geht mir ein bisschen auf den Sack. 261 Damage. Meiner macht. Tja, da wird's auch mal Zeit für einen neuen Köcher, wa? 261, kostet 2000. Müssen wir es den verkaufen? Und den kaufen. Na, der Deal hat sich doch mal gelohnt. Danke dir, mein Freund, für den geilen Bogen. Und für den super Köcher. Bye bye. Oh, das nützt alles nix. Wir haben trotzdem Aiden nicht gefunden. Wo ist Aiden hin? Aiden ist weggezaubert. Die verfluchte Kruft. Setzen wir uns mal eine Markierung. Aber wo ist denn jetzt Aiden hin?
ich habe die Turmspitze gefunden. Jetzt muss ich sie nur noch zu dieser Kluft schleppen, die Aiden erwähnt hat. Und dann gibt er uns das Amulett erst, oder wie? Ach, du Kacke. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu dieser verfluchten Kluft. Jetzt haben wir da vorne noch Zombies. Können wir gerade mal unseren neuen Bogen ausprobieren. Alter, schaut mal hier, die ganzen Leichen werden aufgefressen. Aber wie irgendein Fleisch oder sowas. Wow. Okay, ich sag's mal so, man merkt, dass der Bogen mehr Damage macht, aber das wird auch nicht so viel bringen, denke ich. Okay, die Zombies machen verdammt großen Giftschaden. Soll ich zwischendurch mal so eine Resistenz dran gegen Gift trinken? Dass es 3 Minuten wirkt oder so. Weil Einhand und Zweihand Waffen habe ich eh keine, die so guten Damage machen. Müssen wir schon mit dem Bogen arbeiten. Wie die laufen über den Steger, wie crazy, ey. Sieht so zugedröhnt aus. Oh mein Gott, Komm her, ich kann dich auch mal erschrecken hier. Uah. LOL. Wie konnte er mich denn jetzt da treffen? Hängt er jetzt unter der Brücke festgespappt? Okay. Bis die Krähen euch fressen. Alter. Ist hier die Kluft? Das ist wohl kaum die Kluft da, oder? Wow. Ey, der ganze Sumpf ist ja verseucht. Stell dir mal vor, man will die alle töten. Ey, wie viele Stunden wird man dafür brauchen, um hier alle Zombies zu töten? Ich glaube, man muss sie wirklich mit diesem Zauber da besiegen. Deswegen würde ich sagen, wir brechen noch mal auf zu dieser Krypta da. Vielleicht hat das Ganze dann ein Ende mit diesen Untoten. Wow. Du willst mich doch veräppeln, oder? Also ehrlich gesagt, ist es ganz ein bisschen gruselig hier. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich find's gruselig. Okay, da hinten ist wieder so eine Mana-Quelle. Okay, wir nähern uns auf jeden Fall scheinbar der Krypta. Zumindest dem X auf der Karte. Also die uralten Stege hier, die sind cool. Hier war bestimmt mal so eine große Stadt. Lass mich raten, die ganze Krypta ist verseucht. Oh ja. Oh mein Gott. Also hier werden wir keine 3 Minuten überleben, wenn hier alles so verseucht ist. Neuen Ort gefunden, versunkener Friedhof. Oh, jetzt sind ja auch noch Wespen mehr, meine Jüte. Ih, die sehen auch noch echt aus wie echte Wespen bei uns, ey. LOL, ein Creeper schon wieder. Oh Mann.